So, hallo Dri. Ho, meine Werten. Let's Play Zuschauer und God of War Freunde. Wir machen mit der Hauptgeschichte weiter. Mal gucken, ob wir die anderen Zwerge denn heute treffen. Wir haben hier ja ganz zufällig den Weg frei gemacht. Wer hätte es gedacht? Da gibt's ein Fass zum Zerbrechen. Glaubst du wirklich, Odin würde die Abmachung einhalten? Dass er uns in Ruhe lässt, wenn wir uns fernhalten? Nein. Das heißt aber nicht, dass ich ihn bekämpfen will. Vielleicht finden wir ein neues Zuhause, wo weder er noch Freya uns Ärger machen. Aber wenn wir Tyr finden, kann er mit uns kämpfen? Kämpfen? Das, habe ich nicht so gemeint. Wir können so viel von Tyr lernen. Jede Art, auf die er uns helfen kann, ist gut, oder? Wir sollten weiter. Ich bin froh, dass wir hier sind und eine neue Welt erkunden. Vielleicht genießen wir einfach die Wärme. Ja, es scheint ja aber auch Nachteile hier zu geben. Nicht nur warm zu sein, sondern auch gasig. Was ja nicht von Vorteil ist. Oder etwa doch. Oh, sieht das hier schlimm aus. Und ja, ich bleibe wachsam. Wahrscheinlich findet es hier von Grimm. Weiß schon ganz genau, wie Vater tickt. Hä? Ja, ich bleib... Oh, was haben wir denn da? Wie gehen wir die Sache an? Stürmen wir rein, benutzen unsere Rune. Boah, nur einen erwischt. Naja, ist ja die leichteste. Was kann man erwarten? Greif an! Und Hagebete. Ich würde gerne da zum Baum. Hast du das Gefühl, dass er sich hier lohnt? Naja, ein. Was soll's? Dann ein. Aber wir haben ein Special Schild. Stimmt ja. Hab's vergessen. Wo ist er? Da vorne ist einer. Hackepeter mit dem. Oh, der ist so gelb. Der sieht so anders aus. Ja, neuer Bericht. Verfluchter Grimm. Ja. Ist was anderes. Eindeutig. War was für Ende der Folge, meine ich. Was zum Nach. Was haben wir da? Oh, ist das hier so ein Rätsel? Müssen wir auf die richtigen Einstellungen stellen. Und da haben wir irgendwas zum... Irgendein Special, das wir von hier nicht erreichen. Aber sehen tun wir es zumindest. Was haben wir da? So Hackepeter? Ja, genau, da haben wir es. Ah, guck mal, eins haben wir schon aufs Richtige eingestellt. Ein B. Wir finden erstmal noch einen Gegner. Oder zwei oder drei. Da ist noch ein Holzstämmchen. Wir uns wieder weg. Einen wenigstens. Super. Special Kill. Oh, das sieht anders aus, oder? Ja. Der macht was. Ja, der spuckt, okay. Wissen wir jetzt auch. Die können spucken. Ja, wenn die wirklich gasig sind, was sie ja nicht sind anscheinend, muss ja eigentlich Feuer gut sein, oder? Sollte man denken. Wo ist er? Gucken wir mal. Oh, machen wir uns mal brennend. Oh, das reicht nicht, kommen wir gar nicht nah genug ran. Ah, doch, hat gereicht. Die Flammenaura hat er abgekriegt. Aber kümmert ihn nicht. Gut, was haben wir da oben? Hätten wir noch was? Vielleicht ist da noch ein so ein Teil? Nee. Nee, doch, vielleicht da unten. Aber gucken wir erstmal hier. Oh, das sieht special aus. Okay. Ist das was, um Gegner zu treffen auch? Oder ist das ein Baum? Scheusal. Was sind das andere Viecher gewesen? Glaubt man ja kaum. Was ist hier Tolles drin? Zeig mal her. Aufregung steigt. Was haben wir da? Tödliche Obsidiangriffe. Kann man die unterwegs anlegen. Ist ja cool. Macht sie stärker. Was will man mehr, oder? Stärkere... Chaos-Klingen. Wie geil ist das denn? Yeah. Oh, guck mal, was wir dabei zufällig da oben entdeckt haben. Muss man näher ran? Nee, geht besser mit der Axt. Nee, das Symbol war da nicht zu sehen. Oh, ach du Schreck. Das Symbol aber auch nicht, oder? Bin ich jetzt... Lassen wir mal das dran, oder? Sorry, ich hab's vergessen. Ah ja, guck mal, leuchtet nur noch eins. Und jetzt... vergessen da abzubiegen. Aber egal, da und da haben wir noch eins. Machen wir zuerst die Tür. Da sehe ich nicht wirklich, was da leuchtet. Aber wir machen einfach, bis es passt, ne? Ja, so passt. Wunderbar, können wir rein. Ein Leben, mehr Zorn. Spartas Rage, ist das das?
Maximale Rage. Perfekt. Was wollen wir mehr? Mehr Zorn für den Gott des Krieges. So gefällt mir das. Hups. Und das wollte ich lesen. Genau. Gut, dass du die Runen erlernt hast. Auch was für am wohl alles hier. Ende der Folge. Ey, cool, man kriegt so eine Meldung. Das war wohl alles hier. Ist ja stylisch. Dass man alles in der Gegend erledigt hat, abgehakt. Geilo. Was will man mehr? Ein Traum. Sonst ist man immer unsicher. Soll ich noch suchen? Soll ich noch suchen? Aber wenn man jetzt eine Meldung kriegt, von wegen. Das ist toll. Gefällt mir. Können sie mir gerne in jedem optionalen Gebiet geben. Haben wir alles hier, gehen wir weiter. Spitze. Oh, biege ich gerade falsch ab? Nee, oder? Hier ging es schon lang. Ja, guck mal, hier ist ein Fass, das wir noch nicht zerdröchselt haben. Das ist ein gutes Zeichen, dass wir hier noch nicht waren. Den Fluss hinauf, den Fluss hinauf. Tralalalalala. Rechts, links, irgendwas? Nein. Nein, sieht sehr leer aus. Diese Kamera ist aber auch leicht verwirrend gemacht, oder? Das ist so absichtlich so schwankt und wackelt und so. Dann wechseln wir mal auf die Chaos-Klinge. Das ist bei so kleinen Viechern bestimmt leichter. Nein. Ich hab gedacht, jetzt stürmen irgendwie 50 um mich rum. Okay, hier kann man lang gehen. Und hier muss man. Der kleine Kerl ist wieder aus dem Boden aufgetaucht. Nee. Er ist zu schnell. Wie sollen wir ihn fangen? Flankier ihn. Greif von hinten an. Gut. Okay. Ich muss hinter ihn. Aber wie? So? Geschafft. Mal sehen, was er hat. Ormr. Auch Special-Gegner. Und was hat er gehabt? Rohleder, zerbrochene Rune. Oh, noch was. Schlackenablagerung und geschmiedetes Eisen. Jetzt alles? Ne, noch was. Und Leben. Alles klar. Wieso hey, in. Vater, da oben. Klar. Wie hier in Dark Souls so in der Richtung. Die kleinen Käferchen, die so alles haben. Was kann man hier? Das Teil hier hoch machen? Ah, nur die Hälfte. Die Hälfte hätten wir. Da muss noch eine Kette für den Rest des Tores sein. Und hier ist sie dann irgendwo. Wahrscheinlich. Oh. Da, eine Kette, die wir aufziehen können. Gucken wir mal, ob einem das was gebracht hat. Oder können wir jetzt hier lang? Ja, wir können jetzt hier lang. Uns hat's was gebracht. Alles klar. Was ist hier? Hier. Schatz. Nein, nur Hacksilber. Nichts Besonderes. Oh yeah. Grimm, da oben. Hol ihn runter. Ja, machen wir uns erstmal den hier. Oh, haben wir die Axt einfach wieder hergeholt. Er steht ihm rechts. Die habe ich noch, habe ich da extra stecken lassen. Ich soll ihn runterholen. Warte mal, wir machen mal hier mit, oder? Geht das schnell oder so? Abgestochen. Oh, etwas fallen lassen. Bestienfetzen, alles klar. Hier geht's nicht lang. Oh, oh, hier lebt noch was. Ach du Schreck. Können wir das jetzt? Das ist ein bisschen umständlich zu drücken. Ne, können wir nicht. Ja, den konnte ich jetzt herziehen. Ich weiß zwar nicht warum. Jetzt den und die anderen bisher nicht. Aber jetzt konnte ich's. Alles klar. Wunderbar. Oh, 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 wie ging das? Ein mit der Axt ging das. Kannst du den Geysir von hier öffnen? Ja klar, kann ich den Geysir von hier öffnen irgendwie, oder? Nee, doch nicht. Und doch mit den Chaos klingen. Ups, mein Fehler. Und jetzt den anderen da drüben verschließen. Dann geht's hier höher. Genau, dann dreht sich das runter. Und da dann oh, mit ich glaub, der ich Axt. Hab's. Wenn man den Geysir einfriert, dreht der Druck das Rad. Okay. Aber wir wollen. Sehr gut. So wollen wir der das. Der Klotz senkt sich ab. Klotz hält das Wasser unten. Siehst du von dem Klotz aus was? Hm?
Was hat der Atreus gesagt? Hat irgendwas hinter uns gesagt? Habe ihn aber leider nicht verstanden. Waren wir zu schnell? Oder er zu langsam? Er war zu langsam. Nimm's doch eilig. Oh, das war doch noch nicht genug. Mein Fehler. Wir haben noch an nichts gezogen. Art einfrieren? Vielleicht. So, jetzt hat. Doch nicht. Ich hab gedacht, jetzt kann man hier hochhüpfen. Das Rad einfrieren. Das Geysir da, jetzt so. Ah ja. Das wird. Das hätte ich ja gar nicht gedacht, dass das Wasser stark genug ist, um das zu machen. Aber okay. Eins von Quasirs Gedicht. Sehr anspruchsvoll. Du solltest alle sammeln, die du findest. Cool. Noch was für am Ende der Folge. Was hatten wir da jetzt alles? Bestien und Gedichte und irgendein Wissen? Viel. Cool. Und jetzt geht's aber ganz. Ja, klasse. Geschafft. Junge, sag mir doch bitte, was genau du dir von Tyr zu lernen erhoffst. Naja, wie gesagt. Ich hoffe, dass er mir etwas über Loki erzählen kann. Ich würde auch gern seine Geschichten hören. Von Reisen in andere Länder, von Riesen und vielleicht, wie es damals war, zu kämpfen. Nur aus reiner Neugier natürlich. Neugier. Hoffen wir, dass Tyr in Plauderlaune ist, nachdem er so lange eingesperrt war. Nicht alle von Odins Gefangenen sind so charmant und redegewandt wie ich. Wir haben keinen Beweis, dass Tyr hier ist. Ja. Ja, aber besser als gar das nichts, Erdbeben oder? Das Erdbeben vorhin. Ob es noch eins geben wird? Unwahrscheinlich. Aber geologische Störungen sind in der Regel unvorhersehbar. Wenn die Geysire Grund und geben, oder? Der Geruch hier durch Fimbulwinter zugenommen haben, dann die Erdbeben vielleicht auch. Eben. Ja, da könntest du recht haben, Junge. Macht Sinn, klingt logisch. Atreus, da vorne. Wichtige Anzeichen von Zivilisation. Herzlich willkommen in Nidavellir. Nidavellir. Oh, guck mal, Zwerge. Beschweren die sich. Die sehen aber auch nicht. Hey, Zwerge! Ah, gehen in die Häuser. Okay. Ziehen sich zurück. Sie rennen weg? Ja. Wollen nichts mit uns zu tun haben. Wahrscheinlich. Ein Alarm. So einen Alarm würde ich nur auslösen, wenn ich meinen Körper noch hätte. Und fürchten müsste, ihn zu verlieren. Aber warum wegen uns? Oh, oh, sie haben Angst. Und ärgern sich über uns. Oder über den Alarm? Ganz sicher ein Alarm, fürchte ich. So verstecken sich alle. Wachsam bleiben. Ob es einen Angriff gibt oder wir für den Alarm zuständig sind. Keine Ahnung. So eine andere Fahne? Nee, nur hier. Wir können nur hier anlegen. Ah, willkommen in Nidavellir. Was sagt das Hausquest? Hey, Nidavellir erkunden. Können wir kurz mit euch reden? Bitte. Die helfen uns sicher nicht. Suchen wir Sindaris Taverne lieber auf eigene Faust, falls sie uns reinlassen. Er will da lang, also gehen wir erstmal da lang. Die Gebäude hier sind unglaublich. Diese feinen Holzarbeiten sind außergewöhnlich. Da braucht man wohl was anderes, um das zu zerstören. Schalten wir es später frei, nehme ich mal an. Irgendein zwergisches Artefakt oder so vielleicht, unter Umständen möglicherweise. Ist das eine Statue von Odin? Er muss hier echt beliebt sein. Oder gefürchtet. Ah, da. Eine Statue von Odin. Hallo, Herr Odin. Ja, gefürchtet macht natürlich auch Sinn. Hier kann man auch lang. Gibt es hier so viele optionale Wege? Ist das nur, weil es hier später so viel... Oh, was haben wir denn da? Unsere erste... Ein Vogelspion weniger. Unsere erste Odin-Vogel. Wissen wir also auch, dass es die in diesem Teil gibt. Eine von 48. Im ganzen Spiel eine von 48? Dann sind es viel weniger als beim letzten Mal. Hallo, ich bin weniger überrascht, denn ich wusste, dass ihr hier seid. Ich hab was für euch. Du hast was für uns, alles klar. Was ist hier nochmal? Ah, verlorene Sachen. Ja, checken wir die einmal ab. Wenn es glitzert, ist da wahrscheinlich was drin, oder? Danke fürs Aufbewahren. Lass uns Zeit.
Ah, guck mal, diese speziellen Kristalle, hast du die für uns? Erklärst du uns jetzt, wie wir die kaputt machen oder nutzen oder sowas? Was ist los, Zwerg? Spezielles Material. Ich bin froh, dass ich wenigstens noch einmal hier war, vor Ragnarök. Wie meinst du? Och, könnten diese Pflastersteine reden. Dann hätten sie Münder. Ja, Igitt. Dreckige, widerliche Münder. Mit Bakterien und so. Nein. Darf ich deinen Bogen kurz haben? Aha, aha. Willst du ihn upgraden? Dass er irgendwas mit diesen Steinen macht, die so komisch grünlich leuchten im Hintergrund. Den solltest du dringend mal ersetzen. Die Vorteile von gewissen Materialien. Au! Aua. In ihrer Empfindlichkeit gegenüber Schallschwingungen wollte ich schon seit ziemlich langer Zeit genauer untersuchen. Danke, dass du es jetzt versuchst. Was wird es diesmal? Geduld. Ich finde, am besten sieht man so etwas in Aktion. Ui, hat er uns eine Harfe gebastelt. Oh, ziel auf dieses Tor dort. Doch bevor du schießt, sag... Skalva. Skalva. Und dann vibriert alles. Skalva. Muss das nochmal flüstern, um es dramatischer zu machen. Skalva. Bevor ich du schießt. Ich habe nicht gesagt, dass du die Hälfte aller Kreaturen im Milchrebellier abschreckst. Woher sollte ich wissen, dass sie da sind? Oh. Hinten! Oh, warte mal, wir haben gerade hier... Das nutzen wir doch gleich mal hier. Einen schönen AOE-Attacke für euch. Und dann noch für dich da oben. Hier hast du noch was von der Faust. Will noch jemand ein bisschen Faust? Gratis für euch. Ne? Der, die nicht. Okay. Skalva! Ja, wieso weiter Skalva? Die musst du doch nicht skalvern. Gut. Also. Dürlin. Und jetzt da Cindy, ziehen. Weißt du, wo die Taverne ist? Nee. Sehe ich aus, als ginge ich in schmutzige Tavernen? Wissen, aber wo sie ist. Die Kanalisation, in die du ein Loch gehauen hast, sieht ganz gut aus. Für dich. Sie müsste auf die andere Seite der Stadt führen. Andere Türen stehen euch hier auch nicht offen. Das sieht ganz so aus. Außer, was ist das hier? Aha! Skova! Gilt diese Ausgangssperre echt wegen uns? Meine Güte, ja. Odin hat dieses Reich so fest im Griff, dass jeder Außenseiter als Bedrohung gilt. Typischer für Odin geht's nicht mehr. So, hier sieht's doch aus, als gäbe es hier noch mehr Verstecke jetzt, wo man das Ding hat. Wobei, wir haben ja eigentlich alles durchsucht. Wir haben nur unten diese Special-Schilde noch gesehen. Und da wird man ja noch drauf skalvern können bestimmt. Hier, Skalva! Genau. Ui! Das ist sogar ganz schön zusammengedingst, wie so Gravitationsding. Noch ein Gedicht von Quasi. Yay. Noch ein Gedicht. Klasse. Geht ab. Haben ganz viel gefunden. Ist doch super, oder? Was glitzert da so? Ah, nur irgendein Feuerchen. Alles klar, ich würde sagen, dann haben wir hier alles, soweit ich das zumindest oberflächlich jetzt einmal mal behaupte, so mal durch die Richtung lang gehen. Und da sind wir bei ihm. Alles klar, würde ich sagen, machen wir hier noch einmal einen Wissenscheck. Was haben wir hier Aufregendes? Wissen, Freunde, ist nichts dazu gekommen, bestimmt Feinde, ist nichts dazu gekommen. Ormr, doch, da. Eine geheimnisvolle Kreatur, Mimir, erzählte mir, wie sie wäre aus der glühenden Asche geboren, die von Sutrs Hammer abfiel, als dieser in seiner Schmiede arbeitete. Der Verwalter von Muspelheim hauchte der Asche mit seinem Blasebalg neues Leben ein, und die erste Tat des Lebewesens bestand darin, die wertvollen Metalle, die der Schmied zum Schmieden einer Waffe brauchte, zu stehlen und zu verschlingen. Mimir hat versucht, mir weiß zu machen, dass Sutr das lustig fand. An Sutrs Stelle hätte ich das nicht lustig gefunden. Wissensmarkierungen. Unsichere Wege. Vorsichtig, Reisende. Sicher, dieser Weg führt nach Nidavellir, aber er führt auch
zur unsäglichen Gefahren. Wer sich auch nur einen Hauch um die eigene Sicherheit schert, sucht sich einen anderen Weg zur Stadt des Eisens. Wessen Reise von Erfolg gekrönt ist, soll zu mir kommen, damit ich weiter sagen kann, welchen Weg man nehmen kann, ohne von etwas Hungrigem und Wütendem gehäutet worden zu sein. Gelesene Runen, Wintermann haben wir, Schriftrollen, der aschfahle Gott haben wir. Da waren doch diese ganzen Gedichte oder sowas. Nein? Ziele, unter Ziele waren die, oder? Ah, falsche, meine Güte. Knöpfe ohne Ende. So. Ziele, der Pfad. Odins Augen. Suche nach Tier, nein. Augen. Einfach nur, Odin hat Spektralraben, bla, nichts Wichtiges. Aufträge, den Pirscher nachstellen, Bronzestufe. Nee, das sind so und so viele Dinger von so und so viel Sachen töten. Nee, das meine ich auch nicht. Artefakte. Kaviers Gedichte und zurückgelassene Dinge. Was haben wir hier? Reitmars Armschutz. Reitmar ist für zwei Dinge bekannt. Erstens war er einer der großen Waffenschmiede von Svartalfheim. Zweitens sind seine Söhne allesamt Drachen. Es stimmt, Reitmar zeugte die Drachen, die man heute als Regin, Fafnir und Oter kennt. Er war zwar kein sonderlich guter Vater, sofern man Vaterqualitäten nicht in der Menge des Feuers misst, das seine Söhne speien könne. Aber er konnte verdammt gute Plattenharnische schmieden. Odin wollte, dass er die Rüstung der Einherja entwirft. Reitmar kam der Bitte nach. Mit der Bitte nachkommen meine ich natürlich, er baute eine fatale Schwachstelle in die Rüstung ein, sodass die Brustplatte beim leichtesten Hieb zerbrach wie altes Brot. Etwa ein Dutzend Einherjar starb. Bevor dem Allvater klar wurde, was passiert war. Reitmar wurde erwischt, als er versuchte, durch ein Weltenreisetor zu entkommen. Man kann sich denken, was dann geschah. Gut, und Xvadirs Gedichte? Eine Geschichte, also der Sonnenaufgang des Nichts. Eine Geschichte unaufhaltsamer Genialität, ersonnen von Quasir. Stell dir vor, lieber Leser, ganz nach Belieben, Kreaturen aus Metall kreischen durch die Lüfte, fliegen auch durch die Meere, schwimmen sie und übers Land sieht man sie rennen, doch eine zwingt sie in die Knie, eine Kriegerin unschwer zu erkennen, woher sie kommt, viele Fragen weckt, ihr Haar trägt die Farbe von Blut, so rot wie verdorbene, verbotene Orte, sie stets entdeckt, vergraben im Schlamm, doch beileibe nicht tot. Wer kann diese Maid nur sein, die mehr ist, es den Anschein hat, die ihr Volk retten will, ganz allein. Und diese Bestie erschlägt in der Tat. Gibt's da eine zweite Seite? Nee. Sieht irgendwie nicht fertig aus. Aber vielleicht geht's darum. Oder es geht darum, dass es gar kein richtiges Ende hat. Liga der Grundkugel, die Darbietung. Ein erdachtes Gedicht von Quasir, Meister aller Poeten. Die Armeen versammelt, 9 Krieger sollt ihr sein. Ausgeruht und gesammelt, lang wird der Krieg sein. Die Kugel hoch droben und Äste in der Hand. Ein Schwung, ein Zusammenprall, die Zuschauer stehen wie eine Wand. 9 Tage und Nächte kämpfen sie pausenlos, stoßen vor, warten ab. Sie wollen gewinnen, ganz groß, bis irgendwann dann endlich der Staub sich lichtet und eine Armee als Sieger dasteht und die andere vernichtet. Okay, dann würde ich sagen, dann war es das für heute. Vergesst nicht zu abonnieren, zu liken und zu kommentieren. Euch das nächste Video auch gerne anzuschauen. Ich danke euch vielmals, falls ihr bis hierhin ausgehalten habt. Tschüssikowski und bye bye.